Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch zur neuen Tagesbotschaft für den 20. April 2023. Wir schauen wieder, welche Energien sind denn hier im Feld. Ihr bedenkt aber bitte, und das ist ganz wichtig, dass ich das auch immer wieder sage, dass Zeit fließend ist. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen, oder die Energien waren schon oder kommen auch erst 2, 3 Tage später. Ich habe jetzt auch viele E-Mails bekommen und Nachrichten, dass die Tagesbotschaften wirklich genauso eingetroffen sind, aber entweder waren sie schon oder sie sind erst einen Tag später gekommen, ne? Also das ist, ja, das ist einfach im Feld die Energien, und bei dem einen kommt später, bei dem anderen früher. Ja, ich versuche es immer so genau wie möglich auch zu deuten, versuche auch alle Lebensbereiche mit einzubeziehen. Ja, und du schaust einfach, was sich hier stimmig für dich anfühlt. Und ob du hier in der Reisegruppe bist. Ich lasse die Karten wie immer springen und ziehe sie nicht. Und dann schauen wir mal, was für den 20.04. wichtig wird. Welche Energien wollen sich für den 20.04.2023 für mein Kollektiv, für meine Zuschauer hier zeigen? Was wird für den 20.04. wichtig? So. Letzte Karte war der Narr, die vorletzte die Kraft. Hier haben wir die zwei Stäbe und die erste waren oder sind die 10 Kelche. Was zeigt sich denn hier an der Unterseite? Da haben wir das Ass der Stäbe. Eieiei. Okay, also die 10 Kelche. Also ich habe das Gefühl, ich muss sowieso noch mal welche springen lassen, aber ich würde jetzt hier schon mal erstmal in die Deutung gehen, ihr Lieben. Also die 10 Kelche spricht an sich für eine Energie, in der man sich emotional erfüllt fühlt, oder es geht um Träume, Wünsche, die man hier hat. Kelche entsprechen immer Wasserelement, und Wasser ist halt nicht immer so greifbar, ne? Das kann hier wirklich eine Energie sein, in der man einfach, ja, in Wünschen, das ist eine Fische-Energie, also auch sehr neptunisch, man hat so Träume, Wünsche, Visionen. Und es kann sein, dass du hier wirklich in den Tag startest mit so einer gewissen Vorstellung, mit gewissen Wünschen, dass du Tagträumereien hast, ne? Oder es ist auch so, dass es hier tatsächlich auch um familiäre Angelegenheiten geht, um sehr emotionale Angelegenheiten, um Liebesangelegenheiten oder prinzipiell, wie gesagt, um Situationen, die dich emotional berühren, ne? Also es muss jetzt wirklich nicht zwangsläufig die Liebe sein, sondern es geht darum, dass dich hier wahrscheinlich Dinge oder Situationen einfach emotional berühren. Und mit den zwei Stäben zeigen sich hier Chancen und Möglichkeiten, wo du aber wahrscheinlich noch nicht so genau weißt, welchen Weg du gehen möchtest, wo du eher in so einer beobachtenden Position bist und hier einfach noch nicht weißt, welchen Weg oder welches Angebot oder welche Chance du hier wahrnehmen möchtest, weil wir haben hier an der Unterseite auch das Ass der Stäbe, was ja wiederum wirklich Feuerelement wieder für dieses Plötzliche, für das Leidenschaftliche, nicht unbedingt für die beständigste Energie, aber irgendetwas, was dich so aus dem Alltag rausholt. Und ich nehme das hier erstmal so wahr, dass es wirklich sein kann, dass sich hier heute irgendetwas zeigt, was dich emotional berührt. Das kann von außen tatsächlich auf dich zukommen oder auch hier nochmal im Innen bei dir selber sich nochmal hochspielen oder hochspulen oder spülen. Es geht schon wieder los, war. Und dass es irgendetwas emotional mit dir macht und du hier wahrscheinlich eher gerade in so einer beobachtenden Position bist, beziehungsweise eben noch nicht weißt, wie du hier gewisse Dinge entscheiden sollst oder wie es für dich weitergehen soll. Wir haben hier die Kraft. Die Kraft, Zahl 8, steht auch für die Transformation, ne? Und die Karte, die Kraft, wird dem Löwen zugeordnet. Und es geht hier darum, bestimmte Kräfte und Ressourcen, die du hast, gut oder gut damit zu haushalten, beziehungsweise zu schauen, wo investierst du wirklich deine Kraft? Also worein investierst du deine Energie, deine Kraft, deine Motivation, deine Gefühle, ja, und einfach auch deine Aktion. Es kann natürlich auch sein, dass hier Fische und Löwe wichtig wird für dich. Und hier haben wir den Wassermann, ne? Also durch den Narren der Wassermann gekennzeichnet. Es kann sich hier auch um einen chaotischen Neubeginn tatsächlich auch handeln, wo du eben noch nicht so genau weißt,
Ja, wo soll es jetzt hingehen? Der Narr spricht aber auch immer für eine gewisse Leichtigkeit. Das könnte ja auch ein Hinweis sein, dass du heute wahrscheinlich hier noch nicht mal eine Entscheidung treffen musst, sondern dass es hier wirklich eher darum geht, dass du in eine gewisse Leichtigkeit gehst. Leichtigkeit, aber nicht in eine Situation zu gehen, die du leichtfertigst, also nicht leichtfertig in eine Situation zu gehen, sondern wirklich schon zu schauen, okay, was macht es hier mit deinen Kräften, mit deiner Energie? Ich nehme das auch so wahr, dass, wie gesagt, das schon sehr emotional und auch leidenschaftlich hier heute werden kann oder dass sich hier plötzlich Chancen ergeben. Ne? Fünftes Haus Löwe steht auch für das Haus von Flirten, von Annäherungen, von Affären, von plötzlichen Liebesangelegenheiten. Na, man zeigt sich auf der Bühne, man zeigt sich im Außen. Und dass sich hier durch den Narren auch in der Liebe oder im zwischenmenschlichen Bereich neue Möglichkeiten ergeben. Ich lasse jetzt hier aber mal noch Klärungskarten springen, weil, wie gesagt, das Ass der Stäbe auch immer auch für eine gewisse Plötzlichkeit, ja, hier einfach auch, ja, steht. Ne? Jetzt schauen wir aber mal. Ich hätte gerne noch ein, zwei Klärungskarten für den 20. April 2023. Welche Energien werden hier wichtig noch? Wieder eine Löwe-Energie. Also Löwe könnte hier eine wichtige Sache sein oder eine wichtige Energie. Die sieben Stäbe, Mars in Löwe, also das Mars steht ja auch in der Astrologie für die Männer. Ne? Also es kann wirklich auch sein, dass sich hier heute jemand oder sogar auch mehrere, vielleicht sind sogar zwei Männer, zwei Menschen, die sich hier auf dich zubewegen. Na, du münzt dir das um. Und dass es hier sein kann, dass du wirklich von außen Chancen und Möglichkeiten hast, was dir jetzt aber gerade zu viel ist, ne? Dass du hier sagst, okay, du grenzt dich hier irgendwo ab, du überprüfst, wie ich das hier vorhin schon mit der Kraft sagte, welchem Impuls willst du hier nachgehen? Wer oder was kann hier auch deine Wünsche, deine Visionen erfüllen, die du hast? Und ja, Mars in Löwe ist halt wirklich ganz viel Feuer, ne? Das ist aber auch eher dann wieder so eine Leichtigkeitsenergie hier, ne? Also nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir schauen jetzt mal weiter. Ich hätte gerne noch eine Karte. Wahnsinn, ich ahnte es. Das Ass der Kelche, ja, Liebesangelegenheiten oder Dinge, die dir am Herzen liegen. Und dann haben wir hier an der Unterseite den Stern, was auch wiederum eine Wassermann-uranische Energie ist. Und das ist immer die Plötzlichkeit, ne? Also da kann sich ganz plötzlich hier was auftun, also wie ich das hier oben schon gedeutet habe. Und dann ist aber halt die Frage, inwiefern ist das Ganze auch wirklich langfristig? Der Stern steht ja an sich, das ist einer der drei Schutzkarten, der Stern steht ja an sich schon für Dinge, die jetzt beginnen, dass die unter einem guten Stern stehen. Wenn ich es jetzt wieder aus der Astrologie sehe, ist der Wassermann und die Uranus-Energie eher so ein bisschen, naja, das kommt plötzlich und das kann auch plötzlich wieder gehen. Mit dem Ass der Kelche geht es aber hier größtenteils, habe ich das Gefühl, um das Thema Liebe, zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn es sich im beruflichen Bereich oder um den beruflichen Bereich handelt, geht es hier wirklich auch darum, Herzenswege oder Tätigkeiten nachzugehen, die ihr von Herzen gerne tut. Und auch da könnten sich hier neue Möglichkeiten zeigen. Wobei ich auch immer sage, Merkur wird rückläufig. Aktuell sind wir hier noch in der Schattenperiode, aber bitte nicht unbedingt was komplett Neues unter rückläufigen Merkur starten. Egal jetzt ob im zwischenmenschlichen Bereich, im beruflichen Bereich, weil rückläufige Planeten sind eher nochmal wichtig, um mit vergangenen Dingen nochmal oder bei vergangenen Dingen nochmal über die Bücher zu gehen. Kann natürlich auch sein, dass sich hier jemand aus der Vergangenheit nochmal zeigt. Das ist auch so typisch bei rückläufigen Merkur, dass die alle aus ihren Löchern gekrochen kommen. Und da ist natürlich auch hier die Frage, nochmal in die Überprüfung zu gehen, weil da ist es wiederum gut, nochmal mit Menschen aus der Vergangenheit oder Situationen, Projekte, berufliche Angelegenheiten, wenn man da nochmal prüft und dann eventuell nochmal neu startet. Aber bei komplett neuen Dingen, bei rückläufigem Merkur bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Es hat sich bisher auch in meiner Beratungslaufbahn und Tätigkeit immer wieder bewahrheitet. Das kann am Anfang immer alles sehr schön aussehen und zum Schluss. Also seid auch hier immer gut bei euch, fühlt, wie ich das hier vorhin schon sagte, gut in euch rein, was das Ganze hier eigentlich mit euch macht. Und trefft halt auch keine voreiligen Entscheidungen, ne? Weil der Narr, wie gesagt, der steht zwar für Leichtigkeit und alles tutti, alles schön, aber er kann halt in der unerlösten Form auch eher,
ja, zu leichtfertig in einer Angelegenheit sein. Ne? Und auch der Stern, wie gesagt, steht an sich für langfristige positive Entwicklung. Aber ich bin trotzdem immer ein Freund davon, auch eben weil man ja langfristig für sich ankommen möchte, hier mit den 10 Kelchen, dass man trotzdem erstmal schaut, wie agiert mein Gegenüber, welche Chancen werden mir geboten, wie ist das Fundament, wie ist mein Gefühl auch dazu. Ne? Ja, ihr Lieben, das war eine relativ lange Tagesenergie. Ich hoffe, ja, es hat euch geholfen und dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.